Ja, Tobi, wir haben jetzt viele Neuzugänge im Sommer dazu bekommen, hauptsächlich sehr junge Spieler. Du bist jetzt Ende Juni, gehörst im Club der 30er an. Wie fühlt sich das so an? Ist das eine Zahl, an die du dich noch gewöhnen musst? Oder wo du sagst, okay, 30 ist auch eine Zahl, die ist okay? Ist ja nur eine Zahl zum Glück, ne? Ich fühle mich nicht wie 30, von daher stört es mich jetzt nicht. Durch die jungen Spieler ist natürlich vom Gesamtkonzept in der Mannschaft her vom Altersdurchschnitt ein bisschen gesunken. Das ist auch sehr gut. Die Mischung macht es ja letztendlich. Und es sind alles gute Jungs. Von daher freut mich das. Siehst du dich jetzt auch, ich wollte nicht auf den 30. herumreiten, aber siehst du dich jetzt mit deinem, ja, gerade jetzt, nachdem du nochmal die drei davor stehen hast, als erfahrener Spieler auch in einer besonderen Rolle, in einer wichtigen Rolle, auch jetzt, den Spielern vielleicht auch hilft? Ja, das ist ja nicht neu für mich, sage ich mal, auch ne, als Führungsspieler voranzugehen oder Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich auch die letzten Jahre schon versucht zu machen und der Mannschaft so zu helfen. Wie ich gerade gesagt habe, klar, es ist nur eine Zahl und so weiter, aber ich bin topfit und da versuche ich der Mannschaft einfach zu helfen. Zahlen belegen deine Aussagen. 2017, 18 waren es 17 Scorerpunkte, jetzt in der vergangenen Saison dann 16. Ist es bei dir so ein bisschen wie mit einem guten Wein, der mit den Jahren immer besser wird? Ja, weiß man nicht. Natürlich arbeite ich daran. Früher sind mir nicht so viele Tore und es ist gelungen. Die letzten zwei Jahre waren sehr gut. Kann man natürlich auch, es geht immer noch mehr, immer noch mehr möglich. Und ich bin natürlich auch ehrgeizig, da auch wieder in die Richtung hinzukommen. Und wichtig ist einfach gesund zu bleiben, fit zu bleiben und der Mannschaft so zu helfen. Und gerade über Zahlen sprechen, hast du ein persönliches Ziel für die kommende Saison wieder? Sowas in den Regionen, an die eine Zahl gesteckt, auf welche Werte du kommen möchtest? Oder sagst du dich, ich nehme mich da völlig frei von und sind andere Sachen wichtiger, wie du gerade schon gesagt hast, die Gesundheit oder wie sind deine persönlichen Ziele? Ja, da geht es ja erstmal los, dass du gesund, gesund bleibst. Also das ist halt die Grundbasis für alles. Und ich versuche natürlich, mir ein Ziel zu setzen, sage ich mal, auch pro Halbjahr. Aber man kann vorher nicht genau sagen, ja, ich möchte jetzt genau wieder auf diese Anzahl kommen. Mich ist es eigentlich egal, weil die Mannschaft steht im Vordergrund. Wenn wir Erfolge haben und Spiele gewinnen, so kommen auch meine Sachen dazu, wie Tore und Vorlagen. Und das steht natürlich an erster Stelle für mich, dass wir auch die Spiele gewinnen. Und meine persönlichen Ziele habe ich für mich selber. Das habe ich in den letzten zwei Jahren auch immer eigentlich für mich selber abgecheckt. Habe ich nicht öffentlich oder irgendwo kommentiert. Von daher habe ich meine eigenen Ziele und die werde ich auch für mich behalten. Als erfahrener Spieler genießt man durchaus auch mal Privilegien. Man muss vielleicht nicht alle Hütchen einsammeln oder kann vielleicht auch mal das Bällenetz muss nicht immer schleppen. Aber jetzt für ein Einzelzimmer im Trainingslager hat es noch nicht gereicht, oder? Ja, der Trainer hat ja seine Vorstellung auch, dass man die neuen und jungen Spieler auch mal ein bisschen eingewöhnt und an die Mannschaft ranführt. Und dadurch ist es für mich gar nicht schlimm, auch die jungen Spieler an die Hand zu nehmen, auch gut zu integrieren. Das ist natürlich auch immer wichtig, dass die neuen Spieler und vor allen Dingen auch jungen Spieler gut ankommen in der Mannschaft. Und da müssen wir in der Saison mal drüber sprechen. Mit wem teilst du jetzt im Trainingslager dein Zimmer, deinen Raum? Ja, mit Tim Skarke. Okay, wie kann man so, was ist dein Zwischenfazit, mit einem Zimmerpartner, mit dem du zufrieden bist? Ja, ist ja jetzt erst ein Tag, eine Nacht. Er ist ein sehr ruhiger, angenehmer Zimmerpartner. Haben auch schon ziemlich viel Spaß, lachen viel und erzählen viel. Von daher ist es eigentlich ganz cool. Ist ein guter Junge und ja, den kriege ich schon noch auf die richtige Fahrbahn. Ist schon irgendwas aufgekommen, was dich vielleicht auch nervt? Ist er sehr unordentlich? Hört er nicht deine Musik oder irgendwie schon irgendwas, was dich vielleicht in Anführungsstrichen nervt? Nee, also Musik ist perfekt. Ist ein guter DJ, also er ist der DJ im Zimmer. Schon mal gut, hat eine Box dabei. Und wie gesagt, sehr angenehm und passt alles. Okay. 7 Tage dauert das Trainingslager in diesem Sommer. Sehr viele Einheiten, zwei sehr knackige, interessante Testspielgegner. Dürfte eine harte Woche werden, oder? Ja, so muss es auch sein, glaube ich. Im Trainingslager musst du arbeiten. Und hier haben wir genug Zeit miteinander, sind oft auf dem Platz, können viele Sachen einstudieren, können an unserer Fitness arbeiten, an anderen taktischen Dingen. Und ja, die beiden Spiele sind natürlich auch perfekt für uns, auch als Maßstab, sage ich mal. Und hatten ja jetzt die letzten drei Spiele gegen unterklassige Gegner. Jetzt kommen zwei
zwei Gegner mit einer anderen Qualität. Ist eine gute Herausforderung, aber ich glaube, das braucht auch jeder hier in der Mannschaft. Du erwähnst gerade schon Feyenoord und Werder Bremen. Das sind auch wirklich Gegner, auf die man sich besonders freut, oder die auch Namen haben, also bei allem Respekt vor den vorherigen Testspielgegnern, aber wo man auch wirklich als Fußballer, auch wenn es jetzt nur ein Testspiel ist, wo man sagt, darauf habe ich Bock, oder? Ja klar, man kann auch erstmal gucken, wo man ist gerade in der Vorbereitung. Ne? Und gegen so einen Gegner ein gutes Spiel zu machen, gibt natürlich auch ordentlich Selbstvertrauen auch für jeden einzelnen Spieler. Und ist immer schön, gegen so einen Gegner auch in der Testspielphase auch zu spielen. Und ja, wie ich gerade gesagt habe, um zu schauen, wo man gerade ist. Klar, die Vorbereitung geht noch eine Weile. Ist noch keiner im Rhythmus wirklich, ist ein Testspiel, aber wir müssen da auch ans Limit gehen, sag ich mal. Und da freuen wir uns drauf, auf jeden Fall auch so zwei Spiele zu haben, wo wir uns auch echt auf einem hohen Level messen können. Gab es sonst schon noch irgendwie vielleicht vom Trainer ein paar genannte Schwerpunkte in der Vorbereitung, jetzt auch im Trainingslager? Wo ist der Fokus? Was lässt sich so in den ersten Einheiten vielleicht schon sagen? Ja, also der Fokus natürlich auf die Kompaktheit auch. Und wie gesagt, jetzt haben wir erstmal so ein bisschen die Defensivabläufe. Jetzt kommen langsam die Offensivabläufe. Wollen wir da ein bisschen Struktur reinbringen. Das war jetzt eigentlich so in den letzten, in den letzten Wochen so erstmal das Thema. Und wir haben ja, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit, um ein paar andere Sachen einzustudieren. Und da schauen wir einfach mal, was der Trainer sich noch einfallen lässt. Insgesamt 9 neue Spieler sind jetzt mit dabei im Trainingslager. Ist das auch in Sachen Integration ein wichtiger Faktor, so ein Sommertrainingslager, um die ganzen Neuzugänge auch einzubinden in die Mannschaft? Ja klar, ist natürlich, wir sind ja 24 Stunden aufeinander. Okay, ab und zu schlafen wir ein bisschen, aber ansonsten sind wir ja aufeinander und sind miteinander und können uns da auch alle kennenlernen, auch die neuen Spieler. Aber wie gesagt, haben sich schon sehr gut eingebracht, sind echt gute Jungs dabei. Und so passt eigentlich alles klar. Muss man den einen oder anderen noch ein bisschen näher kennenlernen, aber von daher passt schon mal alles. Abschlussfrage. Ihr habt jetzt mit heute Abend dann insgesamt 3 Einheiten auf dem Buckel hier in Österreich. Wie sehr schmerzt es nach so einer intensiven Einheit, die ja dann das Trainerteam auch immer von euch fordert, dann nochmal sich auf den Drahtesel, aufs Fahrrad zu schwingen und dann nochmal hier den Berg hochzuradeln zum Hotel? Ist natürlich nochmal am Ende nochmal so eine Bergsteigung, ist natürlich nochmal so die letzte Prozentzahl, die da rausholt. Aber die schlauen und den erfahrenen Spieler, die fahren unten an der Straße lang, geht es eh nur geradeaus und das letzte Stück laufen sie mit dem Fahrrad zur Garage. Von daher ist es gar nicht so anstrengend, wie es eigentlich aussieht. Okay, also mit dem Alter kommen dann schon trotzdem so ein paar, paar Weisheiten, paar Tricks, ne? Ein bisschen Bauernstolz. Ja, natürlich. Muss sein. Gut. Danke dir, Tobi. Gerne.